Also ich meine, wie lange gibt es Ungleichheit und sexuelle Belästigung in unserer Gesellschaft und selbst in meinem Alltag? Also ich meine, ich habe das oft gar nicht bewertet, wenn ich irgendwie blöd angemacht wurde oder sowas. Ich habe das so als normal empfunden und so sollte es halt nicht sein. Reicht es aus, dass jemand nicht Nein sagt? Oder ist es nicht eigentlich irgendwie erforderlich und wünschenswert, dass es irgendwelche Formen von Ja-Sagen gibt? Das ist dann die Frage, muss das jetzt verbal passieren oder was heißt das dann, wenn es dann nicht verbal passiert? Ich glaube, man muss eine gewisse Empathie und einen Spürsinn an den Tag legen. Also man muss sich in den anderen versuchen reinzuversetzen oder einfach auf diese Verbindung hören, die man miteinander hat. Und wenn man merkt, dass der andere sich unwohl fühlt, dann sollte man darauf Rücksicht nehmen oder zumindest das ansprechen, wenn man dann unbedingt drüber sprechen möchte, so. Aber ich muss nicht aus Vorsicht und von vornherein für jeden Schritt, den ich unternehme, um Erlaubnis bitten. Also ich finde es komisch, den Opfern immer die Verantwortung zu geben. Und irgendwie gerade so dieses Nein sagen, aber dann doch wieder andere Signale senden und so. Und ich meine, das ist ein ganz schwieriges Thema, weil das natürlich auch gerade von der männlichen Seite dann benutzt wird, auch als so, naja, sie hat ja Nein gesagt, aber wollte eigentlich. Und das ist in 99% der Fälle wahrscheinlich einfach auch nicht wahr. Aber es gibt schon auch Frauen, die damit ein bisschen spielen, würde ich sagen. Also wo ich mich dran erinnern kann, als ich mich mal unwohl gefühlt habe beim Sex, das war so auch Anfang 20, ich bin gerade nach Berlin gezogen, kam in dieser Stadt an und habe jemanden kennengelernt. Ja, wir haben halt ohne Kondom miteinander geschlafen. Ich habe so doll gehofft, dass er das ansprechen hatte, aber nicht. Und ich habe einfach weitergemacht. Man will dann ja auch nicht, weiß nicht, Anfang 20 auch nicht zurückgewiesen werden und nicht blöd da stehen und irgendwie denken, oh Gott. Dass es nicht so einfach ist, dann doch Nein zu sagen. Manchmal fühlt man sich so ein bisschen gezwungen, weil der andere irgendwie schon investiert hat in dieses Spiel, sich zu begegnen. Man will dann einfach nicht nur Nein sagen, um dann einfach nicht zu verletzen. Das geht auch. Saß ich halt im Bus und der Typ neben mir fängt halt an, irgendwie mich anzufassen. Und da war ich wirklich so überrascht und überfordert, dass ich halt irgendwie nicht richtig reagieren konnte. Und einerseits ist es eindeutig irgendwie, aber zum Beispiel für Außenstehende war das in dem Moment, glaube ich, nicht eindeutig, weil das so eine diskrete Annäherung war von so die Hand, die immer mal wieder so mein Bein anfasst und so. Und ich glaube zum Beispiel, dass wenn ich da ganz stark reagiert hätte, dann wären auch gar nicht so eindeutige Reaktionen gekommen. Ich hätte dann, glaube ich, auch schon die Befürchtung gehabt, dass dann andere Leute, die drumherum stehen, jetzt auch nicht alle sich dann wahnsinnig solidarisch mit mir zeigen, sondern vielleicht auch denken so, warum rastet die jetzt so aus? Es gab einen Abend, wo ich nicht nach Hause, nach der Feier nach Hause fahren konnte. Und dann bin ich dort geblieben, weil es mir angeboten wurde, da zu übernachten. Irgendwann wache ich auf und er hat seine Hände auf mich. Nach einer Weile wusste ich nicht mehr, ob ich das wollte, ob ich schon so lange her Nein sagen sollte. Ich habe es einfach machen lassen. Ich glaube, in alle diese Situationen, das Erste ist, dass man sich die Schuld gibt selber und denkt so, bin ich richtig so doof? Habe ich nichts früher gesehen? Also wieso? Und dass man sich schämt. Das finde ich eigentlich sehr krass. Ich war einmal in einer Bar und habe mit einer Freundin dort getrunken und habe sie dann so versucht zu küssen. Und ihr hat das nicht gepasst und sie hatte ein Glas Cola dort gerade stehen und hat mir das dann so in den Schritt auf die Hose geschüttet. Ich habe es kapiert in dem Augenblick. So. Ich meine, das war nass und unangenehm, aber ich fand es auch in Ordnung, so, weil sie mir da einfach klar gemacht hat, ja, bis hier und nicht weiter, so, oder ich möchte das nicht. Die ein, zwei Male, wo ich von einem Mann Nein gesagt bekommen habe, waren dann auch irgendwie so Situationen, wo ich dann zwar vielleicht nicht drüber nachgedacht habe, mein Verhalten zu ändern, aber wo ich darüber dann nochmal nachgedacht habe, dass es irgendwie schon auch wichtig ist, das im Kopf zu haben, dass natürlich, und das weiß ich eigentlich auch, aber dass es so ein bisschen unbewusst dann doch drin ist, die Annahme, ein Mann sagt nicht Nein. So. Wenn man jung ist, ist es schon so krass, begehrt zu werden. Man denkt so, wow, ich bin nicht mehr ein kleines Mädchen. Und das fühlt sich sehr schön an, dass man ungern Nein sagt. Wo sich bei mir so ein bisschen meine Gedanken irgendwie verändert haben zu meinem Bereich und zu meiner Sexualität oder was ist richtig, was ist falsch, das war, glaube ich, so Ende 20, also ich bin jetzt 30. Zum Beispiel, dass der Sex immer endet, wenn der Mann gekommen ist. Das ist
doch bescheuert. Ich glaube, es geht nicht nur um das Nein zu sagen, es geht auch um die Form. Und das finde ich auch, dass es unterschätzt wird. Besonders in diesem Kontext. Dass ich kenne viele, viele, die auch so jung sind wie ich, die dann rumfliegen in den Cruising Areas und sagen, du alter Fettsack, nee, du bist ekelhaft. Und dass man dabei vergisst, dass wir auch alle Menschen sind und dass das auch irgendwie okay ist, in diesem Setting auch nett zueinander zu sein. Nein zu sagen ist wichtig, aber auch die Form.